Ho, 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 das ist Devil. Heute mit dem Gabriel Vettel, der Co-Präsidentin für Operation Libero Sanja Ametti, dem Rapper Kneckebuhl, dem Joel von Mutzebecher und der Patti Basler. Und zusammen werden sie am 2022 so richtig einheizen im großen Endjahres-Roast. Und da ist schon der giftigste Brennstab am Weihnachtsbaum. Ihre Gastgeber, Dominik Devil. Guten Abend miteinander, herzlich willkommen hier bei uns im Folium zu einem ganz speziellen Jahresrückblick. Ein Jahresrückblick, wie es einen Nummer bei Deuil gibt. Das Jahr 2022 wird uns ja als das Jahr in Erinnerung bleiben, wo uns so viel geschenkt hat. Ja, wo sich aber niemand gewünscht hat. Flüchtete aus der Ukraine, tote Königinnen, ein zurücktretender Tennisstar, ein abtretender Fernsehstar und die definitive Bestätigung, dass der Daniel Josic wirklich keine Frau ist. Genug Gründe also, um 2022 zum Teufel zu jagen. Wir haben auch volle Hütte hier, das freut mich klar, zweiter Weihnachtstag. Ja, alle denken sich nur ganz schnell weg von daheim, ja? Weg von diesen betrunkenen, übergriffigen Verwandten und ab zum Dominik und seinen betrunkenen, übergriffigen Gästen. Aber schön sind ihr da. Herzlich willkommen zum grossen Endjahres-Roll. Okay, gut. Sehr schön geklatscht. Merci wie abgesprochen. Dankeschön. Suppen und Gutscheine für die Notschlafstelle gibt es nachher nach der Sendung wie abgemacht. Ja? So, wenn ihr jetzt daheim denkt, hey, der Döbel ist aber jetzt schon schön böse heute. Genau das ist das Konzept von einem Endjahres-Roast. Man lässt seine besten Freunde ein und zieht lustvoll über das vergangene Jahr und übereinander her. Das Jahr haben wir jetzt das Konzept ein bisschen abgeändert. Ja? Also, meine besten Freunde sind leider alle nicht da. Also, was hier in der schäbigen Bolschengruppe sitzt, ist wirklich das Hinterletzte, was noch übrig bleibt. Wenn man am Sonntagmorgen dort Shopping will, feucht durchwischen tut. Nein, Blödsinn. Natürlich habe ich eine riesen Freude, dass es mit euch allen hier geklappt hat. Ja, mit der Freigangerlaubnis, super. Also machen wir jetzt ein bisschen vorwärts, weil um 11 ist ja schon wieder Zelleneinschluss in der Vollzugsanstalt. So, schauen wir, fangen wir gerade auf dem gelben Sofa. Der Notorious Kneckebuhl. Wohl einer der erfolgreichsten und klar besten Rapper, die wir in der Schweiz zurzeit auf dieser Bühne haben hier. Ja? Ursprünglich aus Bern kann man wirklich sagen, er ist musikalisch das, was man noch aus dem Autofrack von Manni Matter kratzen konnte. Ja. Ja, man sagt ja, er hat einen ähnlich guten Flow wie der Tupac. Ja? Also, nachdem der verschossen wurde. Ganz schnell bitte zur Orientierung hier ein Zusammenschnitt aus dem Kneckebuhl seiner bekanntesten Hits. Danke. Der Kneck spielt ja nach eigenen Angaben spielt der Kneck schon seit dem Kindergarten, ja, mit Wort. Warum? Weil einfach sonst niemand mit ihm gespielt hat. Tatsächlich sind seine Online-Kommentare, Tweets und Posts bekannter als seine Songs. Und auch bessere Sachen Reimschema, wenn ich ganz ehrlich bin. Zum Beispiel der Facebook-Post. Schau mal. Die verdammten Hurensöhne von der jungen SVP, die Bilder von toten Kindern posten, um ihre rassistische Kackscheisse zu promoten. Jetzt gehen die mal in die Politik, die Siechen runterknebeln. Ja. Die Weltwoche hat ihn dafür bezeichnet als Hassprediger. Hassprediger. Gut, für mich tun sie eher nach meinem 14-jährigen Bushido, aber komm, jeder von wieder dran. Jedenfalls ist der lebendige Beweis, meine Damen und Herren. Kiffen macht nicht blöd, sondern auch nervig. Und genau deswegen hat er sich einen Platz auf unserer Roast Couch verdient. Weil Langweiler in der Schweizer Showszene gibt es bereits genug. Der Kneckebuhl! So. Apropos Langweiler und Showszene, was für ein Übergang zum Joel von Mutzenbecher. Ja? Von Mutzenbecher heisst der Herr. Ja? Der ist nicht etwa ein Künstlername, sondern tatsächlich ein Scheissname. Ja? Weil passender wäre Joel, wer Mutzenbecher, wenn ihr mich fragt. Da muss man ihn vorstellen, braucht man ein bisschen mehr Zeit. Gell, Joel? Also, Joel ist das für die Schweizer Comedy-Szene, was der Kneck für die Schweizer Rap-Szene ist, so ein bisschen aus den 90er Jahren übrig geblieben. Viel bekannter als er ist ja sein Vater. Er ist der bekannte Megaherz-Moderator Heinz Margo. Ja? Seine Mutter sitzt im Publikum und ist der grösste Fan von Gabriel Vetter. Seine Karriere, muss man wissen, hat er in der Steiner Schule gestartet. Und man muss sagen, man merkt es. Ja? Aber klar, verständlich. Ich meine, er heisst Joel von Mutzenbecher. Da ist ja blöd im Grin, wenn er jeden Morgen tanzen muss. Entschuldigung. Also.
Der Joel ist das, was übrig bleibt. Ja, der Joel ist das, was beim Casting von Jung, Wild und Sexy übrig bleibt und es nicht zu Glanz und Gloria schafft. Hm? Dabei wünscht man doch auch ihm einfach mal, wow, man wünscht ihm einfach mal, ja, eine gute Frisur. Hm? Reden wir über seine Frisur. Ich meine, sorry, ich meine, er ist so der Pokémon-Charakter, den jeder schon 15 Mal hat in seiner Sammlung. Nein, schon wieder Joel. Komm, ich täuschle gegen zwei Rob Spence und drei Marco Rimas. Zu seiner Frisur. Wie viele Leute habe ich mich gefragt, gehen euch zum Coiffeur mit dem Bild von ihm und sagen, look, so einfach nicht. Ja? Joel, schön bist du bei uns. Joel Motzenbecher. Apropos Menschenrechtsverletzungen, GLP-Politikerin und vor allem Operation Libero Co-Präsidentin Sanja Ametti ist in the house. Ja? Die meisten daheim denken jetzt, Operation Libero, auch schon gehört. Heisst nicht so ein Putin sie Hund? Ja, das auch. Ja? Aber erinnert euch, dazu mal noch unter der grossen Flavia Kleinert, ja, ist Operation Libero mal so der next big thing gewesen, ja? Wie Segways oder Clubhouse-App oder der Joel. Ja? Ja. Sanja hat eigentlich mega viel zu tun und gerade im letzten Jahr hat sie in der Schweizer Politik, kann man sagen, ihre Spuren hinterlassen. Ja, wirklich. Also Lippenstift, Fleck auf den Küppli gelesen an den Politveranstaltungen. Sie hat ja eigentlich wirklich nur können kommen, Ausnahmen, nur können kommen, weil das Weihnachtsessen von der Frontex verschoben worden ist. Ja. Aber gut, verschoben heisst ja nicht ins Wasser gefallen, wie der afrikanische Geflüchtete sagt. Ja, so. Ja, seit ihrem Einstehen für die Frontex im letzten Frühling wird Sanja auch mit Wednesday Addams verglichen. Hm? Einfach mit weniger Empathie. Hm? Hingegen vom Inszenierungstalent und Geltungsbedürfnis hingegen entspricht Sanja meiner persönlichen Meinung eher Nicolas Rimoldi. Ja? Einfach mit fettigeren Haaren. Ja. Sanja liebt provozierende Aussagen. Wie hier neulich im Club, wo sie zu Rösti und Vogt Folgendes gesagt hat. Oh, schauen Sie, das sind beides stramme SVP-Politiker und ich kann mir wahrscheinlich politisch betrachtet auch keinen von ihnen schön trinken. Ja, typisch Sanjas Zürich Party Lifestyle. Ja. Sie hat eigentlich nur gehört, ja, als Zürich Party Lifestyle Frau, hey, kommst du mit in den Club? Und schon denkt sie an Sauf und alte Männer abwimmeln. Es gibt wirklich in den autonomen Kulturzentren nur etwas, was unbeliebter ist als Sanja. Sanja mit Dreadlocks. Und das hat etwas heißen. Fun Fact, ein kleiner Fun Fact am Schluss. Der wunderschöne Name Sanja stammt ja übrigens, haben wir informiert, aus dem Altslawischen und bedeutet übersetzt so viel wie Individualbesteuerung. Ja? Sanja Ametti, ich freue mich riesig auf dich und den Rosentobig. Apropos schön trinken müssen, Gabriel Vetter ist auch da. Ja. Gabriel Vetter, das Gesicht zur nächsten Helmpflichtinitiative. Gabriel Vetter, Gabriel Vetter, Franciordi unter den Satirikern, einfach mit Mundgeruch. Ja. Der Gabriel Vetter sieht ja so knuffig aus, dass er schon dreimal beim Wandern eingepackt und an der Igelstation abgegeben worden ist. Dazu der tragische, traurige Hundeblick, den er aufsetzt. Ja. Ich weiss nicht genau, was rauskäme, wenn wir ihn mit der Sanja kreuzen, aber ich bin überzeugt, wir könnten es tiptop an eine Landesgrenze hinstellen und die Geflüchteten würden aus Mitleid wieder umkehren. Ja. Eine von seinen frühesten Erinnerungen ist, dass er als Kind unter dem Schreibtisch von seinen Eltern auf dem nackten Fußboden einschlafen musste. Ja, Gabriel Vetter ist Natascha Kampusch unter den Kleinkünstlern. Ja? Der Gabriel Vetter! Aber es geht ja heute Abend, es geht heute Abend gar nicht um uns. Es geht ums Jahr 2022. 2022, oder wie der Joel es nennt, endlich volljährig. Yeah. Ja? Da ist es. Umkämpft, heiß, gewaltig und einfach nur zum Vergessen. Also gebt ein grosses Buh! Das Jahr 2022! 2022! Ich darf dir einschenken. So, 2022. Cheers, soll gelten. Ja. Also, kommt, fangen wir gerade an. Ich mache mal die ersten zwei Monate. Was ist passiert im letzten Januar?
Damals hat das neue Jahr schon angefangen, wie es Alten aufgehört hat. Mit Witz über Ungeimpfte. Ja, keine Angst, Gabriel, ich rede von Covid und nicht Tollwut. Alles gut. Könnt ihr euch erinnern? 14. Januar. Der serbische Tennisstar Novak Djokovic hat nicht für das Australian Open einreisen, weil er ungeimpft war. Und zudem hat er noch mit einem positiven Covid-Test umeinander gefuchtelt an der Grenze. Ja? Wie überheblich, wie unsympathisch, wie unangenehm. Kurz, wie Patti Basler. Kneck hat davon nicht so viel mitbekommen. Ja, ich meine, er ist ja mehr Wimbledon. Ja? Weiss und immer auf Gras. Ja, ja. Dann am 21. Februar ist noch etwas passiert. Verbietet der Regierungsrat vom Kanton Aargau etwas, was in seinen Augen schlimmer ist als Impfdurchbrüche, marode AKWs und dem Gabriel sein Dialekt. Der Genderstern an der Kante wird verboten. Und man also denkt, was? Aargau hat eine Kante? Wieso? Ja, Aargau hat eine Kante. Jetzt wissen wir, es gibt also etwas, was wirklich noch schlechter besucht ist als Konzert von Kneckebull. Ganz sicher. Dann ist noch das Bild um die Welt gegangen, wo es für so viele steht, was dann passiert ist. Hm? Ich kann mich noch erinnern, Kriegsausbruch in der Ukraine, Bomben über Kiew und harte Verhandlungen mit einem psychotischen Diktator. Da wünscht man sich doch einfach nur einmal Gabriel Vetter dürfen sein, der einfach den grossen Tisch sieht und denkt, hey, unter dem könnte man herrlich wie ein Baby einschlafen. Ja. So, jetzt legen wir aber los. Jetzt kommt die erste Führung. Beatbox-Aktivist Kneckebull sendet wirklich auf allen Kanälen, müsst ihr wissen. Musik, Bühne, Workshop, Social Media, Podcast. Und wenn man nicht bald langsam stoppt, kommt er wahrscheinlich demnächst persönlich an eure Tür läuten, um zu erzählen, was er denkt. Da kommt er und ist der Frühling 2022, der Kneckebull! Ja, du, also fangen wir an mit dem Roast. Joel von Motzenbecher. Wer kennt ihn nicht? Ich. Er probiert seit Jahren erfolglos erfolgreich zu sein. Und ich weiß auch nicht, wieso es nicht funktioniert. Weil seine Comedy ist mindestens genauso schlecht wie die von der erfolgreicheren Schweizer Comedians. Sein einziger guter Witz ist wie das, was sein Vater sagt, wenn man ihn nach seinem Sohn fragt. Er ist nicht von ihm. Das ist sein Vater. Der Dominik Deville, ja, ist damals eigentlich nur als Nachfolger von Jacobo Müller gewählt worden, weil man Victor sein geliftetes Gesicht beim Casting für ein Lächeln hat gehalten. Niemand will zum Beispiel so antisemitische Dumpfbacken wie Lisa Eckert oder Volksverhetzer wie Serdar Sumuncu oder der DJ Bobo in die Sendung einladen, außer der Dominik Deville. Sein einzig gutes Video ist das Ding da, Switzerland Second. Das haben auch alle nur so gut gefunden, weil er selber nicht drin vorkommt. Und zum Glück hört er jetzt sowieso auf mit diesem huren Scheiss-Track. Also, schau, du bist ja eigentlich so ein bisschen wie der Kosmos von der Comedy-Szene. Du gehst dich links und radikal, bist aber huren Mainstream und gentrifiziert und gehst schlussendlich wegen mangelndem Interesse gleich ein. Gut, nein, sorry, das war ein bisschen unfair. Am Kosmos trauert man wenigstens nachher. Sanja Ametti, eigentlich die einzige Lustige heute Abend. Mit ihrem Satireprojekt, der GLP. Übrigens, Hashtag kein Mensch ist grün-liberal. Die GLP, das ist so ein bisschen wie eine Mischung aus der FDP und der SVP. Das ist so ein bisschen wie wenn ich Beatboxen und Freestylen gleichzeitig könnte. Und selbst wenn es möglich wäre, es wäre unerträglich zum Zuhören, so ein bisschen wie am Dominik seine Stimme. Sanja ist so liberal, dass sie sich sogar die Freiheit nimmt, für eine grenzwache Influencerin zu spielen und Likes bei den Nazis zu sammeln. Ja, nein. Der Gabriel Vetter. Kann sich schon noch einmal hart dafür ficken, dass er einer der Hauptschuldigen ist, dass Slam Poetry, der schlechte Rap für verwahrloste weisse Mittelstandskinder, in der Schweiz so beliebt ist. Ja! Ja! Das. Er sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus einem Eichhörnchen auf Ketamin und einem sehr müden Hamster und ist der Beweis dafür, dass man heutzutage für jeden Küssel ein Salzburger Stier bekommt. Gell, Dominik? Ja. Also ich meine, die Messlatte ist dort im Fall so tief. Alle Comedians hier haben so einen huren Scheißstier. Außer natürlich der Joel. So, und jetzt zu dir, Frühling 22, du verflucht, furzige Fäkalfolge vor einer Jahreszeit.
Im April hat der Klimawandel schon dermassen reingekittet, dass die Schweiz nicht mal geschafft hat, die Oligarchenkonten einzufrieren. Das ist schon gesehen. Im Mai haben sie bei uns in Zürich Stimmrecht Alter 16 abgelehnt, weil man scheinbar mehr Angst hat vor 16-jährigen WählerInnen als vor rechtsextremen Kreisen an Parteispitzen. Um das kurz für euch zu erklären, 16-Jährige, das sind die, die keine Ahnung haben, wer irgendjemand von euch ist oder was das SRF ist, zum Glück. Und rechtsextreme Kreise, das ist das, was bei den meisten SRF-Sendungskonzepten mit Zielgruppen umschrieben wird. Ja. In Amerika ist es seit dem Frühling leichter, mit einem 2 Meter langen Maschinengewehr in einen Kindergarten zu laufen, als mit einem 2 cm grossen Fötus im Bauch in eine Abtreibungsklinik? 2 cm grossen Fötus, oder wie es der Joel nennt, ein Dickpick. Da haben wir kurz überlegt, das etwas auszuführen, aber das wäre zu lang gewesen. Nicht so wie am Joel, sein Schnäbi. Auf jeden Fall. Immerhin ist Organspende in der Schweiz seit dem Frühling quasi obligatorisch. Das erklärt auch, wieso das Zanja kein Herz, der Dominik keine Eier, der Joel kein Hirn und der Gabriele Reizdarm im Mund hat. Danke. Oh mein Gott, ja. Aber gut. So, gehen wir weiter. Gehen wir zum Joel. Joel vom Utzenbecher. Was man ihm kann gut halten, er ist definitiv der fleissigste und umtriebenste Comedian, den ich kenne. Der Joel hat bereits 5, glaube ich, ja, 5 abendfüllende Programme geschrieben. Trotz 5 abendfüllenden Programmen könnten in der Schweiz niemand. Ja. Dafür könnten in Deutschland keine Sau. Hm? Das könnte sich am heutigen Auftritt ändern, wenn er loslegt, versteckt sich jeder Hofhund hinter der Patti Basler. Ja. Da kommt der Mann mit dem Sommer im Haar. Ja. Der Joel von Utzenbecher. Wow! Endjahres-Roast beim SRF. Ich kann euch sagen, wenn ich in eine Sendung eingeladen werde, dann ist das Budget echt verschissen. Wirklich. Ohne Scheiß. Ich habe schon Ausgaben gesehen von Meteo mit mehr Geld. Ja? Ich meine, wer ist sonst noch da? Mit dem Patti Basler und dem Gabriel Vetter, zwei, die sowieso hier arbeiten, also nur einen billigen Arbeitstag verrechnet kriegen. Beim Knackenbull geht der Job heute unter Sozialhilfe. Und Sanja Medi hat für ihren Auftritt sogar gezahlt. Ja? Ich verstand, dass die Sendung bald aufhört. Weil der Dominik ist in den letzten 7 Jahren etwa 25 Jahre gealtert. Ich meine, nochmal 2 weitere Staffeln und er war tot. Also war schön, aber er war tot. Ich meine, die Sendung ist anscheinend schlimmer als eine US-Präsidentschaft. Weil mit seinem weißen Bart sieht der Dominik mittlerweile aus, wie wenn ein Stasi-Offizier ein Faultier bumst hat. Wobei, mit mehr Haarausfall. Ja. Das ist kein Scheiß. Der Dominik verliert jährlich mehr Haar als die Credit Suisse-MitarbeiterInnen. Ja. Ich weiß nicht, was der Dominik mittlerweile weniger hat: Haar oder ZuschauerInnen. Ja. Dominik, dir würde ich ja eine Haartransplantation empfehlen. Ja, weil die Patti spendet dir sicher ein paar von ihren, die sie auf den Zehen hat. Und apropos Zehen, Sanja Meti ist da. Ja? Sie ist zwar nicht eingeladen worden, aber sie ist immer dort, wo es Kameras gibt. Und Sanja Meti ist übrigens der einzige Mensch, der bei ihrem Wikipedia-Eintrag ein Selfie als Foto hat. Das ist wahr. Nicht einmal der Wikipedia-Eintrag Selfie hat ein Selfie als Foto. Die Patti Basler hat übrigens kein Bild auf Wikipedia. Verständlich. Aber zurück zu der Sanja. Sie weiß sich zu inszenieren. Ja? Wir haben es ja vorher gehört. Gerade kürzlich hat sie Schlagzeilen gemacht, wo sie gesagt hat, sie können sich der Hans-Ueli Vogt und der Albert Rösti politisch nicht schön trinken. Schön trinken, oder wie der Mann von der Patti Basler sagt, Alltag. Lacht sie? Okay.
Tanja hat aber auch Humor, wie ihre Twitter-Account beweist. Dort heisst sie nämlich Cyber Sandwich. Lustig, oder? Ich meine, wenn sie etwas noch nie gesehen hat, dann ein Sandwich. Ich weiss nicht, wann du etwas vormachen willst. Heute hat sie sogar Besteck auf ihrer Jacke, um uns das Gefühl zu geben, dass sie ab und zu isst. Aber egal. Kommen wir zum Knackenbuhl. Es ist wirklich noch schwierig, den Knackenbuhl zu roasten, weil er hat einfach kein Comedy-Potenzial. Und Knack, ich muss ganz ehrlich sein, du bist 2014 mein viertliebster Rapper aus Langenthal. Aber immerhin hat der Knack letztes Jahr 3 Konzerte gespielt. Eins davon war ein Kindergeburtstag. An dieser Stelle danke, mein Götti-Mädchen hat wirklich sehr freut. Es ist aber auch eine Ehre, dass der Gabriel immer wie Vetter da ist. Ja. Quasi der Knackenbull von der Kleinkunstszene. Gabriel, du bist 2005 mit drittliebsten Slammer aus Schaffhausen gesehen. Ah, und Gabriel, du bist lustiger als Renato Kaiser. Ein Satz, den er sicher noch nie gehört hat. Aber last but not least, Patti Basler ist da. Sie ist immer da, wo die Hazel Brugger nie an hat wollen. Und Patti Basler ist das Jahr 2022. Ja? Wir sehen es. Wunderschön. Wunderschön. Eigentlich war ja für die Rolle Susan Kuhns besetzt gewesen. Ja? Das ist kein Scheiß. Drum, Patti, schade, hast du sie gegessen. Essen übrigens ist, wenn man das Kaute im Magen behaltet, Sanja. Ja, also. Schön trinken allein langt nicht. Aber kommen wir jetzt zu wirklich Wichtigem, im Sommer 2022. Und der Sommer ist gesehen wie eine Nacht mit mir. Heiß und viel zu früh vorbei. Ja. Man könnte auch sagen, der Sommer ist gesehen wie die Patti Basler. Konstant sehr verschwitzt. Und wegen der Hitze ist der Sommer gesehen, wie im Knackenbuhl sein Konto stand, komplette Dürre. Aber alles in allem ist der Sommer gesehen, wie ein Auftritt von Gabriel Vetter. Man erinnert sich an nichts. Ja. Eine gute Nachricht hat es allerdings gegeben, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Der Koralle am Great Barrier Reef geht es zum ersten Mal besser seit 1988. Das erwähne ich nicht, weil das mit meinem Geburtsjahr zusammenhängt. Ich habe gedacht, Korallen interessieren sicher so rückgratlose Weichtiere, wie ihr alle seid. Ja. Zum Abschluss, Dominik, Gabriel, Knack, Sanja, Patti. Es ist immer toll, einen schönen Abend mit geschätzten Kolleginnen zu verbringen. Darum schade, dass ich da bin. Toll vom Unterbecher! Oder das, was übrig bleibt, wenn der Murmi frittiert wird. So! Gehen wir weiter. Sanja Ametti. Ist klar, die muss in eine Comedy-Show wie Deville unbedingt. Die muss dabei sein, weil Sanja ist ja grün und liberal gleichzeitig. Ja? Also das allein ist ja schon lustiger als der Kneck und der Joel zusammen. Ganz ehrlich. Und da ist sie jetzt. Zieht über den Herbst 2022 her mit Lippen so rot wie Blut, Haut so weiß wie Schnee und Gedanken so schwarz wie Ebenholz. Unser Polit-Schneewittli in der Schweiz, Sanja Ametti! Ja, hallo zusammen und danke, dass ich hier da an diesem wunderbaren Roast sein darf. Also Roast, ich komme aus einer Jugendfamilie und das, was ihr Roast nennt, ist bei uns einfach eine Taufe. Ich weiss schon, mein Wikipedia-Artikel ist unglaublich schlecht und niveaulos und ich werde irgendwie den Verdacht nicht los, dass ihn der Joel geschrieben hat. Ich möchte gerade mal sagen, dass es mir sehr leicht fällt, über euch Herz zu ziehen, weil ich keinen von euch kenne. Außer natürlich dich, Victor. Also, sorry, Patti, dich kenne ich natürlich. Du lungerst immer vor dem Bundeshaus herum, machst primitive Sprüche und erzählst allen, du sagst eine Bauerntochter. Ich habe immer gemeint, du sagst von der SVP, aber offenbar wird man so SP-Bundesrätin. Bei dir wünsche ich mir, wir könnten so eine kantonale Frontex einführen, die dich an den Grenzen vom Aargau abfährt. Aber ich weiss, es ist illusorisch, genauso illusorisch wie der Versuch mit einem Referendum in der Schweiz, das Europaparlament dazu zu bringen, Frontex wieder abzuschaffen. Oder wie wir in Politkreisen dem sagen, einen Knäckebull machen. Apropos Knäckebull, ich fände es weniger creepy, würdest du mir nachts auf den Gas folgen als auf Social Media.
Und Joel von Mutzenbecher, bei dir habe ich immer gemeint, du sagst Kindermodel beim PKZ. Jetzt, als ich dich so gesehen habe, bist du mehr so wie der Michael Mittermeier, den man auf Wish bestellt hat. Und jetzt zu dir, Herbst 2022. Tausende Alte sind in den letzten zwei Jahren an Covid in ihrem Bett erstickt, wegen unzureichenden Massnahmen, und niemand hat es interessiert. Aber kaum stirbt eine alte Frau friedlich im engsten Kreis ihrer Familie, inklusive 200 Gardisten, an einem geschätzten Vermögen von 6 Milliarden Pfund und 13 KGs, dann wird umeinander gekühlt. Und jetzt kann man sagen, Covid, Toti und Queen haben nichts miteinander zu tun. Aber Humor und Devil ja auch nicht. Für mich ist mit dem Todesfall aber bewiesen, aus der EU austreten endet tödlich. Ich habe es schon immer gesagt. Ende September haben wir dann einen weiteren Rücktritt gehabt, aber das mal freiwillig. Wenn ein SVPler sein Amt niederlegt, nennen wir das bei der Operation Libero Operation Accomplished. Auf der Ueli Maurer kann auch aber nur der Rösti folgen, weil die SVP ihre Frauen in der Küche einsperrt, wo sie Herdöpfel raffeln müssen. Ich weiss, ihr wartet jetzt alle auf eine Pointe zum Hans-Ueli Vogt. Aber ich kann mir sagen lassen, sogar bei einem Roast muss man ein bestimmtes Niveau heben. Der Bundesrat Ueli Maurer kündet nicht nur an, sein Amt niederzulegen, sondern auch, dass es ihm grosszügigerweise egal sei, ob es ein Mann oder eine Frau seine Nachfolge wird. Hauptsache kein Es. Als ob der Schule würde kandidieren. Und dann der historische Aufstand im Iran. Anstatt Sanktionen zu machen, hat die Schweiz einfach auf Social Media immer wieder betont, wie ungerecht das ist. Oder wie wir in Politkreisen dem sagen, einen Knäckebull machen. Immerhin, Joel hat etwas zum Protest gepostet. Ein Glas Milch, weil er Iran mit Iran verwechselt hat. Und dann ist der Insta-Auftritt vom Bundesrat gekommen, wo er versucht hat, Junge über 16 zu erreichen. Und Joel dann so, hä? Warum Jugendliche über 16 erreichen? Ja, es ist immer cringe, wenn alte Menschen so versuchen, sich als Jugendliche zu geben. Oder wie wir dann in der Politikwelt sagen, einen Knäckebull machen. Und es war klar, der Trump droht mit seiner Rückkehr. Ja gut, hoffen wir einfach, dass es nächstes Jahr nicht die gleiche Schlagzeile gibt mit Dominique de Ville. Ich muss aber auch einfach ehrlich sagen, ich habe mir wahrscheinlich politisch, nein, humoristisch betrachtet, keine von euch schön trinken. Bei uns in Deville ist ein bekannter Troubleshooter als der Mann, der für alles die richtige Lösung hat. Für alle anderen draußen ist einfach der Renato Kaiser mit Horn. Aber die werden spätestens jetzt auf die Welt kommen, weil er nicht spielen will, sondern er ist hungrig. Er macht 2022 endgültig zum Schneck. Da ist er, der grossartige Gabriel Vetter! Ja, hallo miteinander, guten Abend, danke Dominik. Schön, dass da heute Abend so viele Comedians da sind. Nein, aber ernsthaft, was ist das für ein Line-up? Wow, ich meine, schau's mal an. Ein SRF hat da wirklich keine Kosten und Mühe gehabt. Nein, ich meine, sorry, Prost! Sorry. Der Knäckebull, Sanja Ameti, der Deville, Patti Basler, ich. Was ist das da? Bilderberger Konferenz von Lehrerkind, oder was? Die Walpurgisnacht von der halbschlauen Halblinken. Das Turnerkränzli von der Patagonia-Jacke-Hippies. Was läuft eigentlich? Wenn ich mir anschaue, wer heute alles da ist und wer auf diesen hässlichen Möbeln rumhockt, sorry, ich komme mir vor wie beim Restpostenverkauf vom Kosmos. Aber okay. Apropos Restposten, hallo Dominik. Gut, ein Jahr 2022 ist ja quasi ein Jahr von Dominique de Ville, oder? Er hat den Kleinkunstpreis bekommen, hat im Literaturclub über Surkamp-Roman philosophiert, hat mit seiner Frau eine Homestory in der Schweizer Illustrierten gehabt und jetzt wird er früh pensioniert, kurz. Er ist und bleibt halt ein richtiger Punk. Bravo. Im Ernst, über den Dominique de Ville kann ich wirklich nichts schlecht sagen.
Also ich kann es wirklich nicht, weil es mir vertraglich verboten hat. Aber gut. Der Dominik ist das, was wir alle eigentlich sein wollen. Hure professionell, er gibt einen Fuck auf sein Image. Es ist ihm wirklich scheißegal, wenn der helvetisch lobotomierte Schweizer Zweifelchips-Pöbel die im Einfamilienhäuschen findet. Er sei nicht gemögig genug. Also Leute wie der Joel. Der Domi ist kompetent, aber unsympathisch. Der Domi ist quasi die Eva Herzog von der Schweizer Humorlandschaft. Bravo. Dass Patti Basler heute das Jahr 2022 vertritt, passt sehr gut. Weil es gibt wirklich keinen einzigen Job, den sie nicht macht, wenn das Geld stimmt. Nein, im Ernst. Arena, beim Deville, im Radio SRF 1, bei SRF News. Patti ist quasi die Wanderhure vom Leutschenbach. Aber nein, sie betont ja immer und immer wieder, dass sie auf einem Bauernhof aufgewachsen ist. Ah ja, Kindheit auf dem Bauernhof. So idyllisch. Bei der Patti hat das so ausgesehen. Zum Morgen jeweils aus dem Säuletrog. Entjungfert werden vom Mähdrescher. Nein. Die Einzigen, die der Patti ein bisschen Liebe gegeben haben, sind die völlig unterbezahlten polnischen Erntehelfer, die von den Eltern im Keller eingepfercht waren und die an der Patti amix ein bisschen Wodka in ihre Geburtstagsblutwurst reingemischt haben, damit sie wenigstens für ein paar Stunden vergessen kann, dass sie von ihren Eltern beim kantonalen Bauernverband bis zum 15. Geburtstag als seltene Rindviechsorte angemeldet war. Einfach damit sie noch mehr Subventionen kassieren können. Gut. Aber, okay, Moment. Nein. Zanja Meti ist auch da. Zanja, ich bin im Fall gar kein Roboter, ich bin ein richtiger Mensch, Ameti. Zanja Meti ist Co-Präsidentin von der Operation Libero. Wer die Operation Libero nicht kennt, das ist so eine Art Freikirche von der Schweizer Politik, wo man am Bahnhof so mit Flyer angekündigt die Flashmobs veranstaltet und sagt: Hey, schau mal, Politik ist im Fall mega cool! Woo! Das Lustigste daran, der Einzige, der diesen Scheiß wirklich geglaubt hat, ist der Kneckebull. Gut. Apropos Freikirche. Apropos Freikirche, der Joel vom Utzbecher ist auch da. Bravo. Übrigens ein Typ, der total unterschätzt wird. Und das komplett zu Recht. Gut. Was aber niemand weiss, der Joel ist wirklich in der Steinerschule. Und zwar vom Kinski an. Und das ist noch lustig. Ne? Im Steinerschul-Kindergarten ist alles ein bisschen anders. Zum Beispiel so die Gruppen. In einem normalen Kinski hat es ja immer so Träubli und Schmetterlingli, Tigli und Müsli. Im Steinerschul-Kinski gibt es auch schon zwei Gruppen, aber dort gibt es nicht Träubli und Müsli, sondern die Impfgegnerli und Antisemitli. Der Schul ist beides. Bis heute. Er schluckt immer noch jeden Tag 3 Globuli gegen Israel. Gut. Lustig auch, der Heinz Margot ist am Schuh sein Vater. Da wissen die wenigsten Leute. Am allerwenigsten der Heinz Margot selber. Gut. Apropos Vaterkomplex. Euer Kneckebull, sorry. Es gibt, glaube ich, niemanden hier, der den Kneckebull so fest hasst, wie er sich selber. Also wirklich. Und das ist wirklich Leistung, weil wir hassen den alle. Aber auf eine mega konstruktive Art. So. Kneckebull ist vor allem bekannt als der Musiker, von dem niemand auch ein einziges Lied kennt. Sorry. Ich habe mich wirklich durchgelassen. Und hey, das Einzige, was mir geblieben ist, ist Butzenkatze, Butzenkatze. Okay. Seine Musik ist so scheiße. Jedes Mal, wenn er wieder irgendein Lied rausbringt, kommt er eine Klage über vom DJ Ötzi wegen kultureller Aneignung. Aber okay. Kommen wir zum Jahr 2022. Was ist alles passiert in den Monaten November und Dezember? Gut. Der Daniel Josic hat nicht Bundesrat werden. Er hat gesagt, er lässt es sich nicht gefallen, trotzdem, dass man ihn nicht zur Kandidatur zulässt, nur weil er ein Mann sei und nicht eine Frau. Was lustig ist, weil Zanja Meti hat letzte Woche angekündigt, dass sie sich offiziell als Austragungsort der WM 2030 zur Verfügung stellt. Sie lässt sich das nicht gefallen, dass man sie sich nicht einmal zur Kandidatur zulässt, nur weil sie eine Frau sei und kein Land. Und sonst, was ist noch passiert? Ah ja, die Saudis haben Credit Suisse gekauft. Bravo. Wahrscheinlich wollen sie jetzt noch irgendetwas anderes kaufen in der Schweiz, das total am Boden liegt, wie der Aktienkurs von der CS. Keine Ahnung, am Kneckebull seine Musikkarriere wahrscheinlich. Und hey, sind wir mal ehrlich, mit dem hätte der Kneck kein Problem, oder? Er sagt, hey, solange in Saudi-Arabien Frauen und Männer gleichberechtigt zum Tod verurteilt werden und alle Auspeitscher wirklich geimpft sind gegen Corona, ist alles easy. Hashtag Feminism, bravo. Und sonst? Was ist sonst noch passiert? Ah ja, okay, wir haben zwei neue Bundesräte.
Gummistiefel-Bundesrat. Gut. Von 7 Bundesräten sind jetzt neu etwa 18 Bauern. Patti Basler ist also endlich bestens repräsentiert von diesem Bundesrat. In diesem Sinn, merci vielmal, ein gutes Neues und eben einen schönen. Merci. Wow, wie man so schnell reden kann mit so viel Haselnüsse in der Backe, ist mir. So. Der Gabenvetter hat ein gutes Neues gewünscht, aber bitte nicht so schnell. Ja, ein gutes Neues. Wir haben ja jemanden heute Abend, der noch gar nicht zu Wort gekommen ist. Ja, das alte, verbrauchte Jahr 2022. Also ich persönlich habe ja ein bisschen Mitleid bekommen mit ihr dort drinnen, oder? Ich meine, der Gesichtsausdruck von der Patti Basler erinnert weniger an einen schönen Grillabend, mehr an eine Beerdigung. Hm? Schau mal, will man doch einfach die Erde darüber schütten, ja? Und das Erbe unter sich verteilen. Wobei, was gibt es bei dir schon zu erben, Patti Basel? Ja, ein paar verwaiste Wortspiele und ein riesen Vermögen an beleidigten alten, weißen Männern. Da ist sie, Applaus für Patti Basler! Applaus für das Jahr 2022! Ich. Das Jahr 2022, hä? An meiner Brust sind er gehangen, wie verdorstende Fußballer in der katarischen Wüste. Oder wie man im Wallis würde sagen, an meinen Putini. Putini, da kannst du doch 2022 nicht bringen, das ist politisch nicht korrekt, oder? Man nimmt jetzt ein Wort mit italienischem Migrationshintergrund. Meloni. Ist aber nur für Rechtsträgerinnen. Ja, das ist 2022. He? Oben aus Meloni, unten aus Infantini. Nein! 20. Nein, sorry! Weißt du, Peter? Von da haben wir mit 15 müssen Milchkontingent zukaufen. So. Und jetzt, im 23. gilt dann in der Landwirtschaft das Schleppschlauchverfahren. Da kann ich auf den BH gerade verzichten. 2022! Ich habe euch die Inflation geschenkt! Es ist alles teurer geworden. Nur eure Pointen sind billig geblieben. Klimakleber. Klimakleber habe ich euch gegeben. Oder wie Boomer würde sagen, also, der Deville, Wärmepflaster. Nein, vielleicht sind die Klimagofen einfach suizidal, oder? Heute musst du ja als Lastwagenchauffeur aufpassen, dass du nicht versehentlich noch Mitarbeiter des Jahres wirst. Von Dignitas. Dumm. Nein, komm, die Gofen, die wollen einfach kein Food Waste mehr betreiben und so Herdöpfelbrei an die Wand herschmeißen. Gut, in der Schweiz nimmst du jetzt Rösti. Garantiert vegan. Ohne Eier. Na gut, vielleicht. Ja. Vielleicht brauche ich ja die Jungen den Kleber einfach, um daran zu schnüffeln, oder? Oder zum Flicken, weißt du? So der Sprung in der Schüssel. Der Kneck in der Bull. Kneckebull. Nein, schaut mal an. Ey. Stefanie Heinzmann für Arme. Dann weiss ich nicht, an der Watt, oder? Kritisch per WhatsApp oder unkritisch per WhatsApp. Du kannst gerade die Selbsthilfegruppe für transpolitische Persönlichkeitsstörungen. Zusammen mit dem Josic. Schutzstatus ES. Dafür habe ich euch im Frühling den Macron erhalten. Und das gibt mir Hoffnung. Er ist ein Vorbild. An dem seine Frau ist seine ehemalige Französischlehrerin und sie ist bedeutend älter als er. Und weißt du, Joel? Ich war mal Franzlehrer. Ein Schluck nicht. Schaut, ich habe euch im Herbst den Menstruationsurlaub gegeben und gratis Hygieneprodukte. Das dürfte ein spannendes Feld sein für den Joel von Mutzenbecher. Der hat eine Frisur wie einen explodierten Tampon und einen Namen wie eine Menstruationstasse. Und schafft auch nur einmal pro Monat. Sein Solo-Programm heisst «Stand auf».
Nein, komm, wenn mit Stand aufs Publikum, Mensch, willst du denn ein Standing Ovulation, oder was? Oder vielleicht ist ja Stand auf der kategorische Imperativ für dein beste Stück, oder? Also für die Frisur. Wenn es um die Wurst geht, dann hättest du es gescheiter mit so einer Bündner Trockenwurst gesagt. Saal Sitz. Ja. Den Elon Musk kann ich euch geben. Bitte, Vetter, kannst du mir Danke sagen? Darfst du wieder weiter twittern? Du warst ja gesperrt, oder? Weil du dich Kleinsmann genannt hast. Wobei ein Kleinsmann ist vielleicht einfach Walliserdeutsch für Gabriel Vetter. Man weiß es nicht. Nein. Aber auch sein richtiger Name, Vetter. Das ist doch nicht korrekt. Wenn du dich Vetter nennst, ist das doch kulturelle Aneignung, finde ich, und der Peach Weber. Peach Weber ist 70 geworden, 22. Und er ist ein typischer Aargauer. Er ist ein typischer Aargauer. Mächtig wie ein Kühlturm. Längere Halbwertszeit als jeder Brennstab. Und er bringt Generationen zum Strahlen. Und es geht noch Jahre, bis du ins Endlager tun kannst. Ich habe euch einen historischen Geburtenrückgang geschenkt. Ich glaube, einfach die Aussicht, dass der Deville wieder Kindergärtner werden kann, ist besser als jedes Verhütungsmittel. Gut, wir haben es gehört. Der Deville hat dieses Jahr den Salzburger Stier bekommen. Der Salzburger Stier, für die, die es nicht wissen, der Salzburger Stier ist ein Radiopreis. Ein Radiopreis! Endlich hat jemand gemerkt, dass seine Stimme sein kleinstes Problem ist. Aber meine grösste Leistung, ich habe endlich den Blick und den Mark Sway dazu gebracht, etwas zu machen, was das Klima in diesem Land schlagartig verbessert. Seit Anfang Dezember sind wir komplett bleifrei. Und Sanja, das sind doch mal gute News. Ich weiss ja jetzt nicht, ob die in dein Beuteschema reinpassen. Aber wenn sie nicht singen, musst du sie nicht einmal schön saufen. Schön saufen oder wie ich es nenne, Operation Libido. Das war es vom 22. Mir ist es gleich, ob mein Nachfolgejahr 23 männlich, weiblich oder ein Es ist. Lustiger wird es einen Weg nicht mehr. Der Deville klebt seine Kinder gerade eigenhändig auf die Straße, damit er Zeit hat, mit dem Gabriel hinter dem Leutschenbach einen fetten Brennstab hinterher zu ziehen. Sanja Meti. Die Weisheit mit Löffeln gefressen, Gabeln und Messer auf der Brust. Und die Menstruationstassen nebenzu. Die geht die Menstruationsurlaub mit dem Joel von Mutzenbecher. Und der Kneckebull. Der Kneckebull macht mit den Walliser einen Workshop, damit sie ihre Brüste politisch korrekt endlich umbenennen können, anstatt Putini. Oskar Freischwinger. Prost und gutes Neues. So, und dem habe ich eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Was für ein wunderschöner Jahresabschluss. Sanja, Mutzenbecher, Gabriel, Kneck, also ganz ehrlich, danke für eures Mittun. Für mich gehört ihr jetzt ab jetzt zu meiner Familie. Wirklich, ja. Auch Patti zu meiner Familie. Und ist nicht dann am schönsten, wenn die Familie endlich wieder heimgeht. Also verpisset euch. So ist es. Tschüss zusammen. Wir hingegen sehen uns im März wieder zur finalen Deville-Staffel. Rutscht gut über und hey. Sind ein bisschen lieb miteinander. Gute Nacht. Ciao zusammen.